Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K20, dem Wunschmatch-Projekt. Ja, heute mit dem Match, wie ihr es ja schon im Thumbnail und auch in der Videobeschreibung gesehen bzw. im Videotitel gesehen habt. Stone Cold Steve Austin gegen The Rock, und es ist nicht irgendein The Rock, sondern es ist der The Rock, den man hier quasi für die Vorbestellung erhält, der mit den Haaren quasi, so wie ihn aus der Attitude Era kennen, der mit dem $500-Shirt, auf jeden Fall. Ich habe ihm aber die Klamotten angezogen, die auch wirklich eine, ja, ein Ringeteil sind. Auf jeden Fall, ja, ich würde mich wieder freuen, wenn ihr mir eure Gedanken zu diesen beiden Wrestlern in die Kommentare reinschreibt, was so eure Erinnerungen sind an The Rock, was eure Erinnerungen sind an Stone Cold Steve Austin, vielleicht an die legendären Schlachten, die beiden auch miteinander gehabt haben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und werden natürlich auch gleich wieder ein bisschen was über die beiden erzählen. Aber wir lassen jetzt erstmal The Rock zum Ring kommen und schauen uns seinen Entrance hier an. Ja, und wie wir es eben so kennen, er saugt erstmal die Menge auf. Er genießt den Moment und das ist einfach was, wo ich auch persönlich sage, hey, das kann niemand so gut, das wird wahrscheinlich auch niemand mehr so gut können, wie es The Rock getan hat. Das wirkt einfach wirklich authentisch, es wirkt einfach cool, und das ist einfach, ja, ein Wrestler, wie wir ihn, glaube ich, so nie mehr wiedererleben werden, der einfach von der Crowd angenommen wurde, der von der WWE den Fans nicht aufgedrängt wurde. Das hatte schon was, wie wirklich The Rock damals quasi aus dem Nichts in der WWE durchgestartet ist. Ja, und sehen wir Stone Cold Steve Austin. Und damit das Ganze hier noch ein bisschen Pep bekommt, das Match, ist es ein Match um den WWE World Heavyweight Championship. Und das Ganze natürlich hier in der Raw is War Arena. Also, nicht, dass ihr denkt, das Video hätte eine schlechte Qualität. Das ist einfach wieder der Farbfilter, der hier drauf, beziehungsweise der Bildeffektfilter, weil es eben damals so gewesen ist. Damals hatten wir noch kein 4K und HD und das ganze Zeugs. Und deswegen ist das hier so ein bisschen am Grisseln. Auf jeden Fall, Austin steigt hier auch aufs oberste Seil, präsentiert sich dann auch in der Menge. Und das sind wirklich auf jeden Fall zwei Wrestler, wo ich sage, jo, die haben einige Generation mitgerissen. Das war schon echt Wahnsinn, was Stone Cold Steve Austin und The Rock hier auf die Kette gebracht haben. Damals hat es sogar angefangen, beide in der Intercontinental Championship Division, und dann ging es eben ins World Heavyweight Ranking rein. Das ist auf jeden Fall schon echt erstaunlich. Das sind nämlich, ja, Entwicklungen, die wir auch so in der heutigen Zeit selten haben, dass sich etwas über die Midcard bis in die Maincard so streckt. So, jetzt auf jeden Fall die Ankündigung: The Rock. Introducing the champion from Victoria, Texas, weighing in at 252 pounds, he is the WWE Champion, Stone Cold Steve Austin. Ja, und da präsentiert er natürlich nochmal seinen Gürtel. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Beide vom Ranking identisch, haben beide, glaube ich, eine 92. So, da gibt Stone Cold den Gürtel an den Ref, der präsentiert ihm nochmal Rock, und ja, dann hält er das gute Stück nach oben. Und ja, was soll man sagen auf jeden Fall? Meine Erinnerungen an The Rock waren damals natürlich Rocky Maivia, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich keiner wirklich absehen konnte. Ja, was für eine Entwicklung ein Rocky Maivia nehmen wird. Der war damals wirklich der klassische Jobber. Irgendwann folgte dann der Wechsel zur Nation of Domination und plötzlich war The Rock ein Name. Der hieß auch nicht mehr Rocky Maivia, sondern das war die Geburtsstunde von The Rock und ja, auch auf jeden Fall seine erfolgreiche Zeit. Ich denke mal, ohne eine Nation of Domination wäre The Rock nie der geworden, der heute ist. Denn einfach auch so dieses Ding mit Farooq, wo dann Rock der Anführer der Nation wurde und so, das war schon echt eine schöne Zeit, wo ich mich auch gerne dran zurückerinnere. Ja, und Stone Cold Steve Austin habe ich damals in der WCW kennengelernt. Und dann auch schon, glaube ich, beim Royal Rumble 96. In dem Royal Rumble von 1997 konnte er dann gewinnen, auch wenn er eigentlich schon von Bret Hart eliminiert wurde. Und dann gab es eben noch diese Storyline. Also Steve Austin wurde eben rausgeschmissen von Bret Hart, das haben die Ringrichter allerdings nicht gesehen, weil, glaube ich, Vader und der Undertaker
sich gegenseitig eliminiert haben, dann draußen sich in der Wolle hatten. Und das haben die Refs dann eben nicht mitbekommen, die Eliminierung. Und dann hat Stone Cold Steve Austin noch Bret Hart rausgeschmissen und einige andere. Und dann gab es, glaube ich, nochmal so ein Aftermatch, wo es dann eben darum ging, wer denn wirklich jetzt den Rumble gewonnen hat. Irgend sowas ist da gewesen. Und da war dann eben Vader, Undertaker, Bret Hart und Stone Cold Steve Austin noch mit drin. Das hat, glaube ich, dann Bret Hart gewonnen, dieses Match. Bin mir aber nicht mehr so ganz sicher, ob das so zu 100% stimmt, aber so grob ist das auf jeden Fall so gewesen. Ja, und dann natürlich Austin noch mit seinen weiteren Rumble-Siegen, die er feiern konnte. 98 und 99 waren das, glaube ich. Ich werde das gerade nochmal recherchieren. Nicht, dass ich euch jetzt hier gerade Bullshit erzähle, aber das ist, glaube ich, so auf jeden Fall gewesen. Royal Rumble-Siegerliste. Gerade mal reinschauen. Wie gesagt, nicht, dass ich hier jetzt Mist erzähle. Und wir sehen schon hier den People's Elbow von The Rock gegen Stone Cold. So, wir hatten 1900. Jetzt geht hier so eine blöde Seite auf. Ja, und Stone Cold kommt allerdings nochmal raus. So, was haben wir denn hier? Die Sieger. Wieso stehen hier keine Sieger? Doch, hier, tatsächlich. Also, 97 und 98 hat Austin gewonnen und 99 Vince McMahon. Stimmt, da war was. Austin hat dann nochmal 2001 den Rumble gewonnen. Und The Rock 2000, wo es dann diese Fehde auch mit Big Show gab. Stimmt, 99 war ja das, wo Austin quasi eliminiert wurde von der Corporation und dann am Ende noch aufgetaucht ist. Und dann am Ende hat Vince McMahon gewonnen. Wo einfach auch wieder dann klar wird, hey, früher war auch schon nicht alles gut im Wrestling. Dass man einfach einen Vince McMahon gewinnen lässt. Ich weiß ja noch, wo Vince McMahon World Heavyweight Champion wurde. Da hat er den Titel dann ja abgelegt. Und es gab ein Turnier um den vakanten Titel. Samoa Drop auf jeden Fall jetzt von The Rock. Ja, und was gibt es noch so über Austin zu sagen? Natürlich hier das legendäre Match gegen Bret Hart, wo Ken Shamrock der Ringrichter war, wo es den Double Turn gab in dem Match, wo Bret Hart zum Heel wurde und Stone Cold Steve Austin zum Face. Also ist schon echt heftig, was man wirklich so mit den beiden an Erinnerungen verbindet. The Rock ja dann auch irgendwann, keine Ahnung, auch das war so ein Ding. Wenn wir so an die Filme zurückdenken, Welcome to the Jungle oder Walking Tall, was vielleicht gute Unterhaltungsfilme waren vom Comedy-Faktor, aber tatsächlich muss man sagen, das war jetzt zum damaligen Zeitpunkt keine schauspielerischen Meisterleistungen. Also diese Entwicklung, die The Rock dann tatsächlich genommen hat, ist schon echt erstaunlich. Und jetzt gibt es den Rock Bottom gegen Stone Cold Steve Austin, der schon einen roten Oberkörper hat. Und jetzt steigt Rocky aus, sowas zu sein, anstatt ihn zu pinnen, will er ihn weiter noch ein bisschen schwächen. Jetzt gibt es einen Elbow Drop, Pinfall, und da will Austin allerdings mit dem Widerstand rauskommen. Hat er jetzt auch geschafft. Hat einen Signature jetzt am Start. Bin mal gespannt, ob er den noch einsetzen kann. Jetzt gibt es hier wieder ein Elbow. Austin kommt einfach überhaupt nicht ins Match rein. Aber auf jeden Fall natürlich nochmal wieder der Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt natürlich auch hier eure Matchwünsche für Wunschmatches in die Kommentare reinschreiben. Momentan gibt es nämlich jetzt immer zwei Stück, weil es ist ja jetzt das Roman Reigns Projekt weggefallen, weil der Roman Reigns Tower ist einfach beendet. Und deswegen ist jetzt pro Tag zwei Wunschmatches, dass wir da auch mal ein bisschen Stoff bekommen. Und damit auch diese lange Liste abgearbeitet wird. Jetzt gibt es den Stone Cold Stunner gegen The Rock. Wird das schon reichen oder kommt Rocky nochmal raus? 1, 2. Ja, The Rock nochmal mit dem Kickout. Und das ist auch so das, was ich schön finde. Dass wir hier jetzt nicht quasi schon Squash-Matches ohne Ende sehen. Weil gerade bei so zwei Legenden. Jetzt Austin. Bin gespannt, ob er gleich sein Comeback einsetzen wird. Auf jeden Fall Rocky jetzt. Der DDT wird gekontert und das war's dann jetzt also mit dem Comeback von The Rock. Aber Austin jetzt auch mit dem STO. Hat ein Signature am Start und Rocky kann nicht kontern. Und Austin mit seinen 316 Punches gegen Rocky. Und jetzt die große Chance. Er pinnt ihn nicht. Doch, er pinnt ihn natürlich. Aber ich wollte gerade sagen, warum pinnt er ihn denn? Anstatt den Finisher zu zeigen. Reicht das vielleicht schon? Nee, The Rock nochmal mit dem Kickout. Und auch er momentan mit dem Signature. Das könnte jetzt spannend werden. Geht Austins Finisher jetzt durch, der Stunner, oder kann The Rock kontern?
Stunner geht durch. Stone Cold Stunner geht durch und das wird wahrscheinlich jetzt die Entscheidung sein. Pinfall. 1, 2. Ja, nein, The Rock nochmal mit dem Kickout. Ich wollte gerade sagen, unfassbar bei dem Körperzustand, den er hat. Aber tatsächlich kommt er dann doch nochmal raus. Und jetzt ist Austin eher in dieser schwierigen Situation, denn sein Rumpf ist rot. Rocky mit dem Signature. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er allerdings noch seinen Finisher. Und gibt's den Rock Bottom? Ja, das sieht gut aus. Rock Bottom sitzt gegen Austin. Ist das der Titelwechsel? Eins, zwei, jawohl, The Rock krönt sich also hier in diesem Wunschmatch zum neuen WWE World Heavyweight Champion, der ja bis, glaube ich, 2001 in der WWE so eingeführt gewesen ist. Ja, Leute, das war's mit einem weiteren Wunschmatch. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback auch wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Wie gesagt, äußert auch gerne euer Wunschmatch. Allerdings, wenn ihr schon mal den Wunsch geäußert habt, braucht ihr nicht nochmal schreiben, denn ich habe eine Liste geführt, wo das alles aufgelistet ist, damit auch wirklich jedes Wunschmatch irgendwann mal drankommt. Ansonsten die Links zu meinen Social Media Accounts in der Videobeschreibung. Lasst gerne mal ein Follow da und täglicher WWE2K20 Content auf meinem Kanal. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo hinterlasst. Ich bin dann jetzt an dieser Stelle raus, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch dann allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.